Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Fersil, Arbeiters Mark. Ende der letzten Folge habe ich euch ja ein bisschen stehen lassen. Wir beginnen hier nämlich direkt mit einem Kampf und einem ziemlich heftigen. Alle sind Level 4 und unsere neuen Rekruten sind auf Mission, bis auf einer. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen werden, aber ich gebe mein Bestes. Und ich sehe hier auch schon erste Probleme. Hier werden bestimmt einige meiner Leute nicht hochkommen. Das heißt, wir müssen uns hier einmal unten durchkämpfen. Was wiederum, glaube ich, ziemlich schwierig wird. Mit dem hier. Der wird uns nämlich ganz schön mit Pfeilen bestücken die ganze Zeit. Während wir versuchen, vor ihm zu entkommen. Und die einzige Waldläuferin, die wir haben, ist keine Fernkämpferin. Und unseren einzigen Fernkämpfer habe ich auf Mission geschickt. Ich bin so dumm. Ich weiß nicht, ob wir das hier schaffen werden. Alle eingesetzt, wir können nur noch Lili nehmen. Hoffentlich kann sie als Waldläuferin klettern. Okay, die können alle klettern. Wir müssen es irgendwie hier hoch schaffen. Ich habe nur Sorge, ob das wirklich funktioniert. Wir müssen den hier erst loswerden. Ich ahne, dass er hier auf jeden Fall zum Problem wird. Dadurch, dass er hier oben steht, bekommt er garantiert Schadensbonus. Und er muss vermutlich auch nicht großartig sich bewegen, um uns alle hier unten zu erreichen. Hier haben wir dann auch noch einen Magier. Einen Pfleger. Und der Rest sind alles Frontkämpfer. Also diese drei hier hinten. Sie wird vermutlich den Waldläufer regelmäßig heilen, egal was wir ihm verpassen. Und er ist quasi der Backup-Plan. Wenn der sich hier hinstellt, bekommen wir von zwei Einheiten ständig auf die Nase, bevor wir überhaupt in ihrer Reichweite sind. Beziehungsweise in unserer eigenen Reichweite. Nur hier unten lang zu laufen, um erstmal die Frontkämpfer auszunocken, ist vermutlich auch kein guter Plan. Weil sie hier hinten auch die Frontkämpfer heilen kann, indem sie einfach hier ein bisschen rüberläuft. Ich weiß halt nicht, ob alle meine Leute hier hochkommen. Ich ahne Furchtbares. Ich weiß gerade nicht, was die beste Strategie wäre. Ich stelle mal Rainer erstmal hier hin. So, Ende. Lili, komm schon. Sie kommt auch nicht in der ersten Runde hoch. Verwurzelter Schuss. Dadurch, dass wir jetzt gerade keinen Schussgegenstand haben, eine schlechte Idee. Können wir vielleicht einen Stein werfen? Nee, noch nicht mal dafür sind wir in Reichweite. Nein! Nein! Er kann auch verwurzelter Schuss. Wir sind bewegungsunfähig, wenn uns das trifft. Achso, ja, das benutze ich allerdings relativ selten. Also wir können hier noch Bonusinformationen einsehen. Über die R-Taste. Was ist denn die R-Taste? Ich kenne RB und RT. Hm. Ah, oh, achso. Alles klar. Das ist der rechte Joystick. Das ist also die R-Taste, alles klar. Ja, gut. Geh mal wieder auf die Standardansicht. Standardansicht. Ja. Hm, er ist jetzt runtergekommen. Ich vermute wirklich, dass wir hier alle stehen bleiben werden. Wenn Curie sich hier hinstellt, dann kommt sie in Reichweite der drei Frontkämpfer. Also nicht ganz in Reichweite, aber es wird nicht lange dauern, bis die auf sie einschlagen. Aber der Bogenschütze kann selbst durch diesen Baum hier schießen. Unfair. Wenn es ein anderer Bogenschütze ist. Ich möchte sowas machen können, aber ein anderer sollte das nicht dürfen. Ist sie jetzt eigentlich bewegungsunfähig? Hat das bei ihr gewirkt? Nee.
So, dann gehen wir erstmal hier hin. Und halten uns bereit. Wir müssen hier 100 pro heilen. Damage-Dealer an die Front. Kannst du klettern? Wir werden es nächste Runde erfahren. Erstmal Verteidigung. Dann kassiert sie nur noch halben Schaden für die nächste Runde. Ah, das hätte ich mit Curie auch machen können. Ah. Der Magier, ich wusste, er wird noch zum Problem. Komme ich an ihn ran, wenn ich mich hier hinstelle? Ich habe schließlich auch einen Magier. Und Erde kannst du bestimmt noch nicht. Keine Resistenzen. Wenn du in Reichweite stehst, mein Freund, dann bin ich das auch. Können wir nicht eigentlich... Nee, können wir nicht. Warum eigentlich nicht? Verstecktes Messer. Ach, natürlich, ja. Schon wieder vergessen, dass er ja immer noch keine Armbrust hat. Gott sei Dank kann er wenigstens klettern. Schmutziger Kampf, wir können blenden. 27 Schaden und 62%ige Wahrscheinlichkeit. 34. Wir müssen auf Schaden gehen. Der Magier muss weg. Und sie kann nicht klettern. Ich hab's befürchtet. Ich hab's so befürchtet. Ist sie nicht wenigstens hier drauf? Komm schon, es ist angeschrägt. Also den Weg nach unten. Tja, Curie. Wollen wir mitten rein? Ist das klug? Vermutlich nicht. Das ist vermutlich nicht so klug. Die kommen nächste Runde sowieso ran. Und wenn ich mich hier hinstelle? Ich halte mich quasi bereit. Ich versuch's mal. Ich verschanze mich einfach hier hinten. Nein! Wer kann klettern? Wie gemein! Okay, die Reichweite ist hier ein bisschen durch das Gelände begrenzt. Sehr gut. Jetzt sind wir auch Level 4. Okay, da hinten scheint eine gute Stelle zum Klettern zu sein. Wie weit kann der schießen? Also, wie... Und er hat auch noch gewirkt. Wie gemein! Können wir von hier aus? Nee, können wir nicht. Sie kann auch nicht klettern. Okay, das Verschanzen war keine gute Idee. Die kommen einfach von oben. Kontermagie. Aua. So, jetzt sind wir erstmal den Magier los. Schon mal ein Problem weniger. Verwurzeln wir ihn hier mal? Das wäre vielleicht auch recht sinnvoll. Ah, es hat nicht geklappt. Obwohl wir so eine hohe Prozentzahl hatten. Können wir ihn blenden? Aua, nein! Nicht schon wieder Rainer. Der musste schon letzte Runde dran glauben. Nein! Klaut hat mir auch noch rotzfrech geellt, nachdem er meine Einheit getötet hat.
Wir müssen die Magierin loswerden. Es geht nicht anders. Also die Pflegerin. Den Magier sind wir ja schon losgeworden. Wir haben eine Phönixasche. Hoffentlich überlebt er das. Nächste Runde sind schon zwei Gegner dran. Und wenn die an ihn rankommen, ist er fertig. Das lässt er sich nicht entgehen. Nein. Nein, ich habe ihn doch gerade erst wiederbelebt. Ich habe doch nur eine Phönixasche. Vielleicht habe ich es zu früh benutzt. Jetzt kommt er hier auch noch ran. Lass mich in Ruhe. Ich bin ein Heiler. Ich tue niemandem was. Ich helfe nur meinen Leuten. Sehr gut. Ist zwar nur ein Frontangriff, aber jeder Schaden zählt. Okay, wuchtiger Schlag. Was machst du? 22. Hier haben wir nur Verteidigung. 26. Die kann ganz schön was aushalten für einen für eine Pflegerin. Ah, dagegen unsere nicht. Nur 28. Ich weiß nicht, ich habe kein gutes Gefühl für diesen Kampf. Ich müsste eigentlich meiner Pflegerin da hinten helfen. Können wir hier nicht festnageln? Warum? Ah, jetzt, endlich. Oh, ich wollte gerade schon wieder verzweifeln. Aber endlich haben wir ihn... nein! Oh, ich dachte schon, sie heilt den Statuseffekt. Nein! 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 Lilly! Nein! Oh Gott, nein, das läuft ja überhaupt nicht gut. Ich habe mich zu sehr aufgeteilt. Ich habe mich zu sehr aufgeteilt. Die knocken nach und nach meine Leute aus. Ich war zu sehr auf den Bogenschützen fokussiert, schätze ich. Ich kann jetzt nur dazu stehen und das Beste draus machen. 25. 31. Drei Angriffe muss ich machen, damit er weg ist. Vorausgesetzt, die Pflegerin heilt ihn nicht. Weg. Das Problem ist nur, jetzt kommen beide ran. Erstmal selber heilen. Damit könnte sie zwei Angriffe überstehen, aber ich fürchte nicht. Dass die da oben erstmal loswerden. Die hält ebenfalls drei Angriffe und drei Runden noch stand. Oh Mann. Sie vielleicht irgendeine Schwäche? Nee. Keiner von denen hat irgendeine elementare Fläche. elementare Schwäche. Das erwischt nur ihn. Schade. Vielleicht kann ich ihn von ihr wegblocken. Dass wenigstens dann nur einer auf sie losgeht. Ich müsste eigentlich meine Angriffe auf einen Gegner fokussieren. Aber das nützt nichts, solange die Heilerin das ständig wieder wegmacht. Nein! Er hat bewegungsunfähig weggenommen.
Oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ah, dieser verwurzelte Schuss. Wie nervig. So effektiv. Und deswegen so nervig. Jetzt komme ich hier nicht weg. Solange ich in Reichweite stehe, finde ich einen Weg, dir Schaden zu machen. Hier wird sie eingekesselt, ne? Die kommen beide ran. Das ist keine gute Idee. Die kommen zwar auch beide ran, aber hier wird sie wenigstens nicht eingekesselt. Vielleicht geht jetzt mal jemand auf Anadine los? Wäre jemand so nett? Die kann das wenigstens halbwegs ab. 33, 37. Ich hätte vorhin schon einen wuchtigen Schlag machen sollen. Jetzt steht Anadine natürlich aber in Reichweite des Zaubers, ne? Oh Mann, ich stelle mich gerade bestimmt nicht gescheit an. Und hier komme ich nur an den einen ran. Oh, ist das gemein. Noch dazu hat sie anscheinend irgendwelche Magieresistenzen. Konzentrieren wir uns auf den hier. Sie kann nicht jeden heilen. Nein. Wie gemein. Sie hat das und noch mehr weggeheilt. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Jetzt ist auch noch Virgil dran. Das wird unsere erste Niederlage. Moment, nimmt das überhaupt bewegungsunfähig weg? Nee. Ich kann niemanden schützen, ich stehe nicht mal in Reichweite. Jetzt habe ich in die falsche Richtung geguckt. Es läuft alles schief heute. Mann, jetzt war das ein Flankenangriff. Ich muss mich jetzt an die Front stellen. Anders kriege ich uns nicht beide geheilt. Und es wirkt noch nicht mal auf uns beide. Ah! Das läuft nicht gut. Na gut, lernen, was für den nächsten Kampf aufteilen, ist keine gute Idee. Oh, wir können hier wuchtigen Schlag machen. Ja, sehr gut. Schaden für beide. Ah! Habe ich nicht bedacht. Ich stand da jetzt auch so perfekt für wuchtigen Schlag. Macht er wieder verwurzeln? Nee, normaler. Aber es reicht auch, um meine Pflegerin auszunocken. Oh Mann. Eine vernichtende Niederlage. Ist das denn eigentlich Game Over? Das wäre unschön. Ich habe nämlich nicht gespeichert. Wer weiß, wo wir dann wieder laden müssen. Macht denn jetzt defensiver Stoß? 20. Wuchtiger Schlag? 23. Wir kriegen sie nicht ausgenockt. 27. Nee. Mal gucken, ob das hier gleich Game Over bedeutet. Oder ob wir irgendwohin einfach nur zurück zur Stadt versetzt werden.
Ja, das war dumm. Anadine wird das nicht alleine reißen können. Schon gar nicht, wenn die hier ständig alles wegheilt. Nein, wie gemein. Was für eine Schmach. Es bedeutet Game Over. Nein, es bedeutet Game Over. Okay, wir haben unsere beiden Kollegen wieder da. Also war es nicht so ein Game Over, dass wir zum Speicherstand zurückversetzt werden. Er hat anscheinend automatisch irgendwo gespeichert, was eine gute Idee war, denn ich hab's nicht getan. Oh Mann, was für eine Schmach. Und wir haben nicht mal Geld, um mal einen zu kaufen. Müssen wir erstmal ein paar kleinere Kämpfe bestreiten, würde ich sagen. Erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen. Nicht die Bergwälder. Wir nehmen mal die Kreuzung. Wir haben hauptsächlich Frontkämpfer. Okay. Ja, wir patrouillieren trotzdem. Okay, welches Level haben denn die Gegner jetzt? 3 im Durchschnitt. Der Falltürentrick war das letzte Mal ja in der Story mitbegründet. So, du musst geschult werden. Curie muss definitiv geschult werden. Die macht noch viel zu wenig Schaden. Beinahe war ja leider mal wieder besiegt worden. Du musst auch geschult werden. Wir nehmen mal Anadine noch mit. Als Damage-Dealer muss sie auf jeden Fall geschult werden. Virgil bleibt jetzt mal raus. Und Lily kommt rein. Selbe Strategie wie beim letzten Mal. Wir verschanzen uns hier und warten, bis sie da sind. Und diesmal haben wir nicht das Problem, dass wir auf der Falltür stehen müssen. Ich stelle mich mal jetzt nicht ganz in einer Reihe auf, sonst würde das zu lang dauern. Wir machen jetzt hier mal so eine kleine Gasse. So, und die Heilerin hält sich bereit. Einziger Nachteil an diesem Punkt, ich würde mich tatsächlich hier hinstellen und Rainer eins dahinter. Das macht, glaube ich, was macht denn heilige Gerechtigkeit überhaupt? Ach, das, was dieser eine tierische Gegner vor 2 Runden hatte. Flächenangriff. Muss ich aufpassen, das trifft ja garantiert wieder meine eigenen Leute mit. Oh, wie fies, der hat eine Armbrust. Wir sind hier auf Flachland. Ich hätte auf die Waffen gucken sollen. Nein, wir bleiben hier stehen. Wir bleiben hier stehen. Wir lassen uns nicht rauslocken. Verteidigung. Wow, 49. Wir brauchen eine Heilung. Die scheinen alle auf die Gasse zu ziehen. Ich
würde sagen, dann wird unsere zweite Stellung hier auf Höhe der Falltür sein. Und wir müssen den Armbrusttyp loswerden. Der ist gemein. Heilige Gerechtigkeit können wir jetzt nicht machen, oder? Oh ja, nee. Das wirkt auch auf Rainer. Ich hab's befürchtet. Halt, nein, nicht Bewegung, Angriff. Was haben wir denn da? Schmutziger Angriff. Könnte interessant werden, wenn er hier Stellung bezieht. Aber wir schaffen es mal wieder nicht zu blenden. Wir müssen Anadine mal zur Hilfe eilen. Also wie gesagt, beziehen wir jetzt hier eine zweite Stellung. Wir schaffen das wieder nicht. Also wir können Statuseffekte nicht so gut verteilen, wie wir sie abkriegen. Ist auch nochmal so ein Armbrusttyp. Ah, ich hätte mit Curie jetzt noch Schutz wirken sollen. Dann hätte sie ihn beschützt. Ist er hier hin? Okay, okay, okay. Der ist angeknuspert. Ja, auch. Dann stellen wir uns mitten rein. Das muss jetzt mal sein, denn wir können mit wuchtigem Schlag beide treffen. Und wir stellen uns so hin. Dann kann er nämlich ein bisschen Deckung geben. 37 oder 46. Mal gucken. Wir können ja beide erwischen. So. Damit sind wir einen schon mal los. Ich frage mich, was für eine Reichweite seine Armbrust hat. Wir könnten ja theoretisch einfach mal hier bleiben und gucken, ob er uns hier hinten überhaupt noch erreichen kann. Wir sind ja nicht gezwungen, zu ihm zu gehen. Wir benutzen jetzt mal einen Stein auf den Kollegen hier. Einfach weil wir es können. Entschuldigung. So. Ach, er nutzt natürlich meine Strategie. Jetzt müssen wir nach vorne. Kommen wir da ran? Kriegen wir ihn geheilt? Nein, wir kriegen ihn nicht geheilt. Heilmasse? Nee. Ach, wie ärgerlich. Er darf jetzt nicht drauf gehen. Wir kriegen ihn aber auch nicht ausgenockt da hinten. Wir könnten ihn jetzt hier einkesseln, aber er wird mit wuchtigem Schlag garantiert trotzdem treffen.
So. Da waren es nur noch zwei. Auch wenn wir vermutlich euch gleich einen verlieren werden. Obwohl, wir stellen ihn mal hier hin. Er wird zwar dann von wuchtigem Schlag bestimmt getroffen, aber wir heilen ihn mal. Wir haben ja noch unsere Tränke, die Gott sei Dank jede Runde aufgeladen werden. Ja, komm du nur. Ja, nimm schon mal ein paar Dornen als Vorspeise. Meine Waldläuferin, aktuell Nahkämpferin, ist auf dem Weg zu dir. Und genauso auch Curie, die schon rankommt. Nur 18 Schaden macht. Ach Gott. Warum macht sie so wenig Schaden? Hätte ich den Söldner aus ihr, also, hätte ich den Söldnerberuf lassen sollen? Oder liegt das daran, dass es ein Frontangriff ist? So kommen wir nur an ihn ran. Ich würde gerne Anadine auch eine Heilung verpassen. Auch wenn ich nicht glaube, dass es noch großartig notwendig ist. Aber man kann ja nie wissen, auf wen der Armbrustschütze noch gehen wird. Wir kesseln ihn immer mehr ein. Hoffentlich klettert er nicht auf die Mauer. Ich weiß nicht, ob ich da rankomme. Okay, er versucht es mit Flucht nach vorne. Verständlich, hätte ich vermutlich auch gemacht. Curie ist gerade kein guter Damage-Dealer. Ihr geht mal zurück. Zurück, sag ich. So. Mit. Die macht aber Erste Hilfe. Und ich mache jetzt keinen wuchtigen Schlag. Ich habe daraus gelernt. Wir wollen ja nicht, dass nur noch Lily getroffen wird. Müsste eigentlich ein Frontangriff jetzt ausreichen, oder? Ein Sieg! Habe die Bilanz für diese Folge noch gerettet. Ein Sieg und eine Niederlage. Dann gehen wir mal noch schnell Ausrüstung kaufen. Wir brauchen definitiv eine Armbrust. Verteidigung 6 und minus 2 im Angriff. Die schwere Armbrust hatte dieselben Werte, aber im Angriff schlechter. Dann nehmen wir doch den Langbogen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was da mit Curie los ist. Warum machten die so wenig Schaden? Braucht sie ein Langschwert? Haben wir irgendwas, was Verwurzeln verhindern kann? Nee. Erblinden kann es verhindern. Aber das können wir uns nicht mehr leisten. Wir geben ihr mal noch die Kampfhandschuhe, die wir uns nicht leisten können. Nein! Verflixt. Aber sie kriegt auf jeden Fall noch eine Mütze. Und er kriegt auch noch eine Mütze. Wir müssen billig erstmal arbeiten. 400 ist schon 20
GP zu viel. Verflixt. Dann nur den Bronzehelm. Warum habe ich den jetzt rausgenommen? Ich weiß es nicht. Okay. Einkäufe bestätigen. So, wir sind wieder pleite. Aber frisch gestärkt. Leider hat keiner bisher Erfahrung dazu bekommen. Frisch gestärkt geht es dann nächste Folge nochmal in unsere Niederlage, die wir hoffentlich diesmal in einen Sieg umwandeln können. Hoffentlich. Mal gucken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Ciao!